Willkommen bei Folge 1 Survival für Fortgeschrittene. Das heutige Thema: Übernachten auf dem blanken Boden. Viele von euch werden jetzt vielleicht so ein bisschen die Augen zusammenziehen und das verstehe ich auch. Es ist eine sehr ungewöhnliche Technik und funktioniert auch mehr in unseren Breitengraden. Wenn du natürlich irgendwo in einem Dschungelgebiet bist oder in einem Land, in dem gefährliche Tiere dir alles abverlangen können, ja, so Bodenkrabbler und solche Tiere, Schlangen und solche Geschichten, ist das selbstverständlich nicht zu empfehlen. Für diese Breitengraden aber ist das alles wunderbar und funktioniert super. Geht sogar bis zu einem Bereich von, ich sage jetzt mal, minus 5 Grad. Und je nachdem, wie hart man selber drauf ist, wahrscheinlich auch noch ein bisschen tiefer. Irgendwann sind dann ganz natürlich Grenzen gesetzt. Aber das ist dann wieder Thema für ein anderes Video. Heute geht es darum, wir haben uns vorzustellen, wir sind irgendwo in Kroatien unterwegs oder in Italien, irgendwo in Deutschland, Österreich oder so. Wir verlaufen uns, es wird langsam dunkel, wir müssen uns helfen, jetzt in der Abenddämmerung sozusagen uns einen Schlafplatz zu errichten, der uns eine möglichst große, einen großen Komfortbereich bietet. Selbstverständlich wird es jetzt nicht besonders prickelnd werden, aber es ist eine Technik, die wirklich super funktioniert. Die haben wir auch beim Militär, habe ich die, weiß ich nicht, 100 Mal benutzt oder so, anstatt mir ständig irgendwelche Löcher zu graben oder sonstiges. Ja, diese Technik funktioniert, so einfach und primitiv, wie sie auch erscheinen mag. In unserem Szenario haben wir jetzt überhaupt keine Ausrüstung dabei, nur die Klamotten, die wir am Leib haben. Und vielleicht, weil du auf Wanderung warst, hast du noch ein bisschen Wasserflasche dabei oder so, ein bisschen was zu knappern. Aber das ist ja erstmal sekundär für das, um was es jetzt geht. So, wir werden jetzt also ein Nachtlager errichten, das ihr eben auch bei Nacht eben ja, aufstellen könnt oder beziehungsweise erstellen könnt. Und das ist eben der ganz große Vorteil an der Geschichte. So, alles, was wir dazu brauchen, ist im Grunde nur eine Fläche, auf der wir schlafen wollen und einen Grabstock. Und wie das jetzt funktioniert, zeige ich euch und erkläre ich auch, warum das so gut ist. So, aufpassen. Also, einen Grabstock. Das haben wir nicht. Aber schauen wir mal, ob es der schon tut. Das ist unser Platz, auf dem wir heute Nacht schlafen werden, sozusagen. Ihr seht, wir haben hier leicht abschüssigen Untergrund. Wir haben Laub hier in diesem Fall und natürlich einen Waldboden mit seinen Wurzeln und so einem Kram. Und jetzt gilt es uns hier eben ein kleines Bett zu bauen. Das geht relativ zügig. Primär erstmal Boden frei machen, ja? Kennen wir ja alle. Du siehst schon, einfach kurz den Stock quer genommen und dann wie so ein Schneeschieber. Da sparst du diesen ganzen Nonsens hier und so. Ja, einfach so, papp, fertig aus. So. Dann brauchen wir ungefähr die Fläche, wie unser Körper lang ist. Pi mal Daumen. Und jetzt wird hier einfach der Boden aufgegraben. Und warum das Ganze? Das ist relativ simpel zu erklären. Denn eine Isomatte als Beispiel, eine Thermarest oder so, oder einfach nur Neopren, funktionieren alle auf dem gleichen Prinzip, dass die Wärmekammern haben. In diesen Wärmekammern speichert sich die Wärme und deswegen isoliert es dann so gut. Und hier kreieren wir im Grunde genau das gleiche Konzept. Dadurch, dass wir den Boden auflockern, bilden wir Wärmekammern und die helfen uns dann dabei. Gleichzeitig ist der aufgewühlte Boden, hat den großen Vorteil, dass er sich besser deinem Körper anpasst und du wesentlich bequemer liegst. Also ist eigentlich eine super Sache, aber eben nicht alles. So. Kleiner Tipp am Rande noch, desto kälter das ist, desto mehr solltest du graben. Logischerweise, desto mehr Wärmekammer brauchst du. So, einfach so der Länge nach. Und dadurch lässt sich dann eben auch gleichzeitig der Boden gleichen Wängle ebnen. Das heißt, ein bisschen überschüssiges Material nach unten setzen und so weiter und dann passt das schon. Dadurch, dass sich der Boden eben auch deines Körpers anpasst, kannst du dich natürlich auch ein bisschen schräg reinlegen, Körperabdruck bilden und dann rutschst du auch nicht mehr so leicht raus. Ihr seht, da geht also alles ratzfatz. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, völlig unscheinbar, aber extrem hilfreich. So, wenn wir das jetzt haben,
legen wir uns noch ein paar Drainagelöcher bzw. hauen ein paar Luftlöcher in den Boden rein. Dazu brauche ich ein bisschen Overkill, aber naja. So, hier geht es darum, dass wir 10, 15 cm tiefe Löcher drücken, den dann noch mal ein bisschen Kälte abdrücken kann bzw. Feuchtigkeit abfließen kann. Dann trocknet der Boden nämlich auch noch ein bisschen, falls er feucht sein sollte. So, und das zieht ihr jetzt einmal über die ganze Fläche durch. An den Stellen, wo der Boden natürlich ein bisschen lockerer ist, reicht manchmal einfach die Körpermasse. So, das wäre das. Und das ist wirklich schon das ganze Hexenwerk. Und jetzt können wir noch aus Isolationsgründen oder Zwecken hier das, was wir an Laub runtergezogen haben, einfach wieder drüber ziehen. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier ratzfatz ein Bett gebaut oder eine Liegefläche gebaut, bei der wirklich, also 0 Grad, minus 5 Grad, sind mit diesem Konzept tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Es ist kein Hexenwerk, wenn man natürlich schon ein bisschen fortgeschritten ist. Und denkt dran, dass das Ganze wie immer Übung voraussetzt, eine gewisse Abhärtung trainiert sein sollte und gewisse Erfahrungen schon gemacht werden sein sollten, damit das Ganze dann auch für euch wirklich umsetzbar ist. Jemand, der natürlich noch nie draußen geschlafen hat und sowas noch nie gemacht hat, dem würde ich das im Sommer mal anraten, dass er sich langsam reintestet, um sich da ein bisschen zu probieren. Ja, der Aufbau, der war jetzt quasi fast Realtime, ja. Das waren jetzt 5 Minuten, 6 Minuten, vielleicht 7 Minuten, die ich für das komplette Bett gebraucht habe. Und das könnt ihr auch wunderbar eben schon in der Nachtdämmerung anfangen. Oder eben auch, wenn ihr nachts in Schwierigkeiten kommen solltet, habt ihr hier auch schon ja, eine recht einfache, schnelle Geschichte. Braucht ihr keine Taschenlampe dafür, ihr braucht gar nichts dafür. Ihr könnt es einfach machen und darum geht es ja. Ne? So, kleiner Liegetest. Perfekt. Durch die Komprimierung natürlich entsteht jetzt auch noch ein bisschen Wärme. Der Boden, der weicht sich dann auch noch ein bisschen mit auf. Die Kälte kann es unten nicht so schnell reindrücken. Und dann reicht es auch gerade eben für eben speziell diese eine Nacht, um die es hier eben gerade geht. Ja. Es geht jetzt wirklich um den Extremfall. Wie kann ich mir auf die Schnelle einfach und simpel behelfen, anstatt mich dann da irgendwelche mit wilden Konstruktionen zu beschäftigen. Sondern du kannst es hier easy peasy machen. Und ja. Das ist eine geile Nummer und wie gesagt, habe ich so tatsächlich hunderte Male ist wahrscheinlich noch nicht mal übertrieben, tatsächlich auch beim Militär schon gemacht, nach meiner Militärzeit, jetzt in meiner Survivalzeit natürlich auch und so. Und jo. Wer meine ganzen alten Videos kennt, mit einer ähnlichen Technik habe ich auch schon bei minus 15 Grad oben auf einem Berg, also es war nicht ein Steinberg, sondern ein riesiger Hügel, wenn du so möchtest, ein Voralpengebiet, habe ich so auch schon übernachtet, wo dann ein Blizzard über uns drüber gekommen ist, wo ich völlig eingeschneit gewesen bin und sowas. Und selbst da hat das Ganze noch funktioniert. Da hatte ich anstatt Laub, hatte ich dann einfach nur Tannenzweige genommen. Die habe ich aber auch anders dazu geschnitten, als einfach nur die Tannenzweige hier auf den Boden schmeißen und drauflegen. Denn diese Technik wird zwar in vielen Büchern einfach so gezeigt, aber tatsächlich funktioniert die gar nicht mal so gut. Und man schläft auch nicht besonders gut drauf, weil die ganzen
stecken, die ja überall irgendwo reindrücken und so. Persönlich finde ich das nicht angenehm, aber dazu wird es dann irgendwann nochmal ein anderes Video geben, wie man da sich die Tannenäste quasi nochmal ein bisschen besser präparieren kann. So, jetzt nehmen wir also an, die Nacht ist vorbei, wir haben das Ganze überstanden, ein neuer Tag, neues Glück. Wir können unseren Weg nach Hause wieder suchen. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich wieder rückbauen und man möchte auch vielleicht nicht, dass jemand weiß, wo man geschlafen hat, wo man genächtigt hat, wo man geruht hat. Und man möchte jetzt so ein bisschen seine Spuren verwischen. Und jetzt schaut euch das mal an, wie einfach das Ganze geht. Da ist er da. Das war's. Wie viel einfacher hättest du es denn gerne? Und jetzt ohne Spaß, wenn da nicht wirklich ein Bluthund drüber geht, wer soll das sehen, wer soll das wissen? Und ja, deine Reise kann weitergehen. Also ihr seht wirklich, dass es die einfachen Dinge sind, die in einer wirklichen Survival-Situation dich retten können und nicht irgendwelche komplizierten, lustigen Bauten oder sowas. Und man braucht auch nicht wirklich immer eine Ausrüstung. Ja, was habe ich jetzt benutzt? Einfach nur ein Stück Stock, das ich hier vom Boden aufgehoben habe. Und ich habe mir eine relativ angenehme Nacht beschert, solange es eben nicht regnet. Solange es eben nicht regnet, Entschuldigung. Und falls es aber jetzt regnen sollte, haben wir jetzt hier, ne, so, wir gehen ja davon aus, wir wussten ja, dass wir unterwegs sind, hast eine Regenjacke dabei oder sowas. Falls hier Wasser laufen sollte, haben wir extra die Drainagenlöcher gemacht. Der Boden ist aufgeraut, das heißt, das Wasser sickert ab. Durch die komprimierten Laubblätter sind wir auch geschützt, durch die Feuchtigkeit. Zumindest die dann von unten kommt. Das hält natürlich nicht für ewig, aber es hält auf jeden Fall schon mal eine ganze Weile. Und wenn du einfach nur ein paar Stunden Schlaf abbekommst, ist es ja schon extrem viel wert und du hast brutal viel gewonnen. Und das ist das Gute an der Geschichte. Das ist ja nicht gedacht, damit du hier wohnst oder einziehst, sondern einfach, dass du durchkommst. Und darum geht es ja beim Survival, ums Durchkommen. Das sollte es erstmal gewesen sein für Teil 1. Das ist wirklich die absolute Top-Grundlage, mit der wir erstmal anfangen arbeiten zu können. Und als nächstes werden natürlich noch andere Themen kommen, wie richtig Shelter bauen, was mache ich, wenn es regnet und da so eine Geschichten, wie würde ich jetzt hier schnell an Feuer kommen und noch vieles mehr. Aber das Ganze hängt natürlich auch ein bisschen von euren Kommentaren ab. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch ein bisschen Input habt. Schreibt mir das unten in die Kommentare rein, dass wir das eben wie schon besprochen im vorherigen Video mit bearbeiten können und ich dann vielleicht noch mit reinnehmen kann. Würde mich mega freuen, wenn ihr dran bleibt. Abonnieren nicht vergessen, das Video gerne liken und Instagram, wie immer natürlich unten, ersten angepinnten Kommentar. Würde mich freuen, euch auch dort zu sehen und wir sehen uns. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.